Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich würde ganz gerne heute ein bisschen Höhlentour machen und ich werde direkt von den Typen hier angeschrien, ne? Ich würde dich gerne, aber ich könnte, aber ich da. Wieso? Hier, Drohgebärden. Nicht handeln, nicht Tür öffnen, so. Das sind Schweine, ich glaube, davon fange ich mir erstmal. Was fressen denn Schweine? Wisst ihr das? Ich weiß es nämlich nicht. Das ist ein Problem. Ich würde gerne Schweine anlocken, aber ich habe keine Ahnung, was sie fressen. Ich guck mal, vielleicht. Oh, der ist weit gekommen. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt mit dem Schwert draufhauen, damit ich hier keinen von den Leuten treffe. So, also wie gesagt, wir machen heute eine kleine Höhlentour. Und gucken mal, ob wir ein paar Ressourcen zusammen gesammelt bekommen, mit denen wir was anfangen können. Was machen die Enten hier draußen? Und Näschen. Und Schweine. Na, hast du mal Glück gehabt. Dein Glück ist vorbei. So. Noch mehr Häschen. Das sind die Schweine. Wir haben noch keinen Schweinestall. Und ich habe mir jetzt mal was überlegt. Ich glaube, ich werde noch ein paar Anbauten machen an die Stelle. Und werde da mir ein paar Überdachungen machen, wo die reingehen können, die Tiere. Aber das kommt erst später so. Das? Nein? Das? Das? Was frisst ihr? Keine Ahnung. Einen Sattel habe ich nicht, ne? Ich wollte mal gucken, ob ich nicht vielleicht mit Möhren ein Pferd sehen kann, wenn wir eins finden. Ich guck mal, was wir noch hier haben. Muss noch rumprobieren. Vielleicht fressen die Äpfel. Fressen Schweine Äpfel in diesem Spiel? Vielleicht fällt es auf, dass ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe, weil ich seit die das umgestellt haben, womit man die tamen kann, ich einfach nicht mehr dabei war. So. Ja, das mit. Ein paar Möhrchen. Die Möhrchen sind verhasen. Was fressen Schweine? Oh mein Gott, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir eben überlegt, in welche Höhle wir gehen sollen, ob wir die nehmen, die wir haben, die unter dem Dorf ist, die ich letztens zugemacht habe, oder ob ich eine neue suche. Und ich glaube, ich gehe eigentlich eine neue suchen. So, ja. Okay, die stehen voll da drauf. Was fressen die Schweine? Hallo? Ah, du frisst auch Möhrchen. Okay. Gut zu wissen. Kann ich euch auch mit den Häschen zusammen paaren lassen, dass ich hier Hasenohrschweine rausbekomme? Oder Schweine-Nasenhasen? So lustige kleine Hybriden. Gott, sind hier viele Karnickel. Ja, ich glaube, das wird ein guter Bauernhof oder insgesamt eine gute Stadt, weil so viel Leben wie hier schon ist, können wir gut vernichten und neu bauen. Und wir sollten uns unbedingt einen Bunker bauen, wo wir 2, 3, 4 Dorfbewohner reinquetschen, um ein bisschen auf Vorrat oder auf Schutz Dorfbewohner zu haben, falls wir versehentlich eine Zombie-Apokalypse auslösen. Die Betonung liegt auf versehentlich, ja. Ah, komm, Möhre macht sogar richtig satt. Nee, ihr muss drücken, ne? Hab ich eigentlich gebraten? Ich hab. Ja, ein bisschen. Und Pilze hab ich. Da fehlt mir roter. Nee, fehlt mir nicht. Okay. Ich will immer oben. Guck mal, hier oben ist so ein X. Ich will da immer drauf drücken, um das Inventar zu schließen. Das geht aber nicht. So. Eine Höhle wäre jetzt gut. Hallo? Dessen finde ich nur Häschen. Häschen und Schwein, aber keine Höhle. So, da hinten, das sieht doch schon mal ganz und gar nicht gut aus. Haben wir vielleicht eine Höhle unter Wasser? Auch nicht? Okay. Ich gebe nicht auf. Hallo? Blub? 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 Nein. Mann, nee, okay. Ist nett hier. Sieht so freundlich aus. Ich glaube, die Freundlichkeit, die wird noch täuschen. Sie wollen uns umbringen, ich weiß es.
Höhle? Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Höhle als das bisschen. Ah, okay, wann nennt er? Dann reisen wir weiter. Ich möchte aber nur sehr ungern zu weit weg von meinem Haus weg. Ich will das ja wiedersehen, wiederfinden können. Okay, ich glaube, die Höhlentour muss warten. Oder schlaucht man in die andere Richtung? Ich komme mal da hin. Da ist Sand. So, ein bisschen mal was auf Vorrat für Fenster abbauen. Ich würde ja gerne ordentlich Ressourcen haben für alles. Ich glaube, die Höhlentour wird wirklich noch ein bisschen warten. Dann bauen wir erstmal weiter, dass wir einen ordentlichen Starthof haben. Aber ich denke mal, das könnte auch langweilig werden, wenn man zu lange immer nur an den Stellen arbeitet und Ressourcen sammelt. Und ja, so eine kleine Höhlentour wäre schon was Feines. Und es wird dunkel, ne? Scheiße. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich den Weg zurückfinde. Ich gehe mal nach oben. Hallo? Seid ihr? Ihr Houdinis. Wo sind wir? Verdammt. Okay, Koordinaten. In die Richtung müssen wir, glaube ich, ne? Brauche ich das nicht mehr. Ah, guck mal, geschafft. Ich höre die Schweine. Unsere Schweinenasenhasen. Es wird dunkel und wir wissen, was im Dunkeln passiert. Da geht die Party ab. Ja, genau. Ah, da hinten. Guck mal, ich wäre jetzt in die Richtung weitergelaufen. Aber gut, wir haben schon mal die Sicherheit, dass ganz in der Nähe, in direkter Umgebung nichts ist. Okay, schnell zurück, sonst haben wir hier gleich wieder Zombie-Apokalypse, bevor wir die Stadt aufbauen konnten. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt den Schweinestall, ne? Da sind Pilze. Kann man eigentlich große Pilze züchten? Guck mal, direkt da sind die Schweine. Ne, die kenne ich ja noch von Leben. Das waren die, ne? Wir sind nicht in die Richtung gegangen. Wir sind. Ja, okay. Ich bin ein bisschen orientierungslos, was das Spiel angeht. Guck mal, die sind schon alle abgehauen. Oh, da nerven sie schon wieder. Lass mal wieder gehen. Hallo. Das ist mein Haus. Ich habe euch nicht eingeladen. Geht raus. Ja. Guck mal, der kleine Schatz ist gewachsen. Unser Dorfbewohner Reißer. Zombies! Ja, ihr seid nicht willkommen. Geht's euch gut? Ihnen geht's gut. Und ich glaube, wir gucken, was die Ressourcen sagen. Unsere Ressourcen sagen, dass wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz sammeln sollten, bevor wir dann hier weitermachen. Dann machen wir genau das und dann bauen wir, bevor wir die Stelle ausbauen, erstmal jedes kleine Haus zusammen, dass das ein Doppelhaus wird. What the fuck? Wer hat dich denn eingeladen? Lall. Lass doch keine Zombies rein, ey. Oh Gott. Ja, wir bauen die Häuser mal alle zusammen, dass die größer werden, wir mehr Türen haben, die Dorfbewohner, Mini-Dorfbewohner spawnen und wir dann hoffentlich ein paar Eisengolems bekommen. Nicht abhauen. Ich habe auch nichts für euch. So, gebt mir eure Eier. Und wieder kommen keine Küken raus, dann schlachte ich drei von euch. Ihr wisst, was das heißt. So, da unten haben wir. Ich habe mir auch gedacht, dass wir die Fackel. Wir machen das noch einen weiter runter. Machen da einen kleinen Wasserdurchgang, dass die Eier, die da vielleicht reinlegen könnten, hier rausfließen. Okay, aber ich fütter die jetzt erstmal, dass wir ein paar mehr haben. Und jetzt, oh, ich war eben beim Arzt für Routineuntersuchung, auch wegen Allergie und so. Und jetzt hat er mir eine Spritze gegeben und jetzt juckt mir die Nase von dem Zeug. So. Ach, Kinder. Viele kleine Mini-Chicken Wings. So, du und du. Du und. Na? Ja, hat noch nicht, wer will noch mal? Du. Ah,
Sprechen die süß, die Kleinen? Du und... Tja, keine Liebe für dich. Und du, okay. Hast du mal Glück gehabt, da liebt dich einer. So, legt viele Eier, macht viele Küken. Dann baue ich euch vielleicht noch hier was dran, dass ihr wirklich ein Außengehege... Eigentlich haben die ja so ein Außen-Innen-Gehege, nicht wahr? Brauchst du ja keine komplette Überdachung. Ach, egal. Jetzt habe ich so viele Weizenkörner. Ach ja, genau, weil ich die eben hier gesammelt habe. Okay, dann lassen wir nochmal kurz die Schafe sich ein bisschen vermehren. Und die Folge ist schon wieder fast vorbei. Nee, noch nicht. Halbe Zeit haben wir noch. Du und du. Meh. Das ist mein kleiner Mini-Meh. So und so. Du und du. Und du, damit du nicht hungern musst. Und jetzt frisst und wachst. Wir brauchen ein Färbemittel, damit ihr ja Bauernhof bunter wirkt. Und... Moment, da war etwas, was mich gestört hat. Nein, okay. Okay. Ich habe gedacht, man könnte von hier als böser Zombie einfach darüber springen und dann erstmal im Gehege, aber... Hier ist ja nichts. Soll ich die noch einsammeln? Nee. Ich habe Schafe. Ich brauche nicht noch mehr. Die vermehren sich schon ewig, blöde. Okay, wo wollen wir in den Schweinestall hin? Na, nicht weglaufen. Sterben lieber. Oder... Erst Kaninchenstall, ne? Kommt. Wir bauen uns direkt... Ja, wo bauen wir uns denn eigentlich hin? Ich glaube hier, ne? Einfach. Ja, komm, wir bauen den einfach direkt hier dran. Die Schaufel ist gleich durch. Macht aber nichts. Ich glaube, ich habe eine Steinstaffel dabei, ne? Verdammt! Wo bleibt eigentlich die Musik? Hallo? Musik? Ich glaube, ich muss sie echt ein bisschen was unterlegen. Okay, dann mach ich das aber nachträglich in den, So. Und dann hoffen wir, dass uns, wie heißen die? Die Macher von Witcher 3, 1 und 2 nicht irgendwie hier das Video sperren. Dann packe ich uns ein bisschen schön Witcher 3 Musik rein, die ruhig ist. Mal gucken, die gefällt mir uns eigentlich ziemlich gut. Und dann gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen Spielmusik besorgt bekomme, dass wir das in Zukunft auch haben. Und... Wo muss ich hin? Oh, meine Orientierungslosigkeit immer. Schrecklich. Houdini! Boah, ich brauche die alten Geräusche. Die seid so nervig. Ich glaube, das machen wir einfach kurz. Dann sehe ich zu, dass ich erstmal ein Shader-Pack bekomme. So. Oh Gott! Oh Gott, bist du hässlich. Penisnase. Eine Penisnase haben wir da. Und oh Gott, sieht das alles schrecklich aus. Das ist so hässlich. Ha, herrlich. Ha. Ist auch nicht besser, ne? Oh, Junge, Junge, Junge. Die sind so schön nervig. Ha. Super. Dieses Geräusch. Oh Gott. Was ist besser? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Ich finde ja persönlich, grafisch ist das hier einfach besser. Kannst nichts gegen sagen. Aber... Oh Gott. Die Geräusche, die jetzt machen... Nein, geht gar nicht. Okay. Ich kann mich auch einfach nicht auf eine Sache gerade konzentrieren, ne? Lass mal die Häuser zusammenbauen. Lass mal eine Höhle suchen gehen. Lass mal einen Stall weiterbauen. Am besten alles gleichzeitig. Ich sollte auf den Server spielen und Leute für mich machen lassen. Das geht viel leichter. So, wo waren wir da hinten? Wir machen den Karnickelstall und den Schweinestall schnell und dann haben wir halt erstmal alles, was wir so brauchen. Was fehlt uns noch? Danach machen wir die Typis da fertig, dass die auch was haben. Dann scheiße ich einfach auf meine Regelmäßigkeit. Das ist, hab ich keine drin. So, wo habe ich den Zäune? Da und da. Und sogar einen Turm haben wir auch noch. Okay, machen wir den Schwein... Na. Der muss gar nicht so groß sein, ne? Ja, nur Häschen.
Ja, genauso groß. Ja, reicht doch eigentlich für Häschen, oder? So. Und da, und es sollte auch genug Licht sein, ne? Wasser brauchen die nicht, die können Regen trinken. Ja, die können Regen trinken. Hm. Dann mache ich den Eingang aber da hinten hin. Oh, 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 ich bin da verhungern. Ein paar blöden Kartoffeln wird man nicht satt. Okay. Oh, das kann weg erstmal. Okay. Dann mache ich. Ich bin so ein Held. Okay, mach ich erstmal dahin. Sieht zwar scheiße aus, aber sieht scheiße aus. Machen den dahin. Nee, ich mach den dahin. So, und da mache ich eine Truhe hin, wofür ich keine Blöcke habe. Dann mache ich die Karotten mit da rein. Aber ich werde mir erstmal. Ups. Nein. Genau, so, jetzt mal ein paar Brote machen. So. 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 Jetzt habe ich gerade den Schafen das Essen weggefuttert. Fühle ich mich deswegen jetzt schlechter? Nein. Schließlich sind die Schafe auch nur unser Essen. Ich meine, und vielleicht ein bisschen bunte Wolle. Das Gartentor wollte ich setzen. Ja, das Gartentor, das kommt dahin. Eins, zwei. Eins, ah, muss ich einen versetzen, verdammt. Okay. Also nochmal alles ab und nochmal neu dran. Na toll. Meine eigenen Bewegungen verunsichern mich, weil ich die ganze Zeit denke, das ist ein Creeper. So. Und so und es zu. Den lasse ich zwei breit, das reicht ja. Du kommst aber jetzt da drauf. Kommst da drauf, dann machen wir. So. So, und das reicht ja, ne? Die sind zu viel. Okay, den mach ich wieder weg. Das so reicht das ja eigentlich völlig aus. Mit dem hier mache ich das da weg. Komm, 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 komm. Eben kurz hier wegmachen. So, passt direkt. Und dann machen wir das Gartentor da kurz hin. Und schon haben wir einen Kaninchenstall. Was braucht ein Kaninchenstall? Ein Kaninchenstall braucht eine Hütte, wo die reingehen können und sich verstecken können. Hm. Gleich. Ich mache das nämlich so. Dann baue ich mich bis hierhin. Und dann mache ich so anderthalb Blöcke hoch. Dann haben die hier ein kleines Versteck, wo sie sich verstecken können. Dann könnt ihr da rein und rausgehen, wie sie wollen. Sieht aber schon ganz nett aus. Boah, nervt nicht. Hundis. Macht mal was gegen die. Wir wollen mal Gangbangs machen. So, es ist doch Nacht. Ich schneller unter. Und es geht. Ja. Die Hühnchen. Ach, nee, die Hühnchen wollte ich schon ja sagen. Nee, die Kanickel, die hole ich schnell noch rein und dann beende ich die Folge. Muss mal ein bisschen beeilen. Ah, direkt Karottis. Lass mir direkt folgen. Wir wollen ja ganz gerne vorwärts kommen. Hallo. Ja, ihr habt schon gesehen, nicht wahr? Da ist noch einer. Oh ne, jetzt kommen die Schweine auch noch. Ja, egal. Kommt, ihr könnt alle zusammen wohnen. Ihr seid alle Karottenfresser. Ah, guck mal, die Schweine haben schon abgelassen. Und die Kanickel, die sind sowieso schneller. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch komplett bis zum Oh, die Hoppler sind cool. Hallo. Oh, jeez. Wie einer von euch bekommt rote Augen. Oh, oh Gott, der springt mir ins Gesicht. Ah, so viele Häschen. So viele süße Häschen. Meine Armee der Finsternis. Mit ihr werde ich diese ganze Welt erobern. Ah,
ja, kommt rein, kommt. Können die eigentlich hier rausspringen? So, hab euch. Jetzt wird ihr fressen. Da, du und du. Du und du. Und du. Und wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Oh, sind die süß. Ey, was machst du? Die können da rausspringen. Und du? Und wer hat noch nicht? Ihr habt doch alle. Da, macht Liebe. Vermehrt euch. Verdammt, die können da rausspringen, ne? Okay, wenn euch die Kaninchen gefallen habt, gebt ihnen einen Daumen nach oben. Damit zeigt ihr ihnen, dass ihr sie mögt. Und mit unterstützt ihr damit übrigens auch. War ich super Fan. Und lasst mir noch ein Abo da. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann könnt ihr sehen, wie sich beim nächsten Mal die Häschen und die Schafe gegeneinander bekriegen. Die sehen schon sehr aggressiv aus, ne? Ja. Noch ein Zwerg gegen Zwerg. Das wird super. Okay, beim nächsten Mal baue ich, Baust du schon da hin? Ja, dann mach ich hier einen weg. Dann könnt ihr hier reingehen. Dann baue ich ein kleines Häuschen für die. Brauchen die eigentlich einen hoch oder zwei hoch? Ich weiß es nicht. Egal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.